zu einem neuen Teil von The Forest. Ich hoffe mal, dass es nicht das letzte Mal ist jetzt, dass ich mit diesem Spielstand das Let's Play weiterführen kann, denn ein neues Update steht an und ich weiß nicht, ob der Spielstand dann wieder kompatibel ist und ob man ihn wieder laden kann. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt einfach mal weitermachen. Das ist übrigens die zweite Aufnahme. Ich habe das gleiche gestern schon einmal aufgenommen und hatte leider eine Einstellung bei der X-Story falsch und der Ton wurde nicht mit aufgezeichnet. Aber dank der Mod-API von Herrn Soulgrinker habe ich die Möglichkeit, den alten Spielstand wiederherzustellen. Und somit habt ihr also nichts verpasst. Ich habe das Ganze halt bloß gestern schon einmal gespielt. Das, was ich jetzt heute nochmal versuchen werde. So. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, die ganzen Setzlinge, wo hier ringsrum stehen, mal stehen zu lassen, weil ich die Hoffnung habe, dass daraus vielleicht mal wieder Bäume wachsen, dass die sich vergrößern. Ich hoffe es mal zumindest. Das wäre echt angebracht. Ich habe mich hier mal umgeschaut. Hier müsste ja eigentlich die Leiche von unseren Mutanten liegen, den wir in der letzten Folge hier niedergemetzelt haben, aber leider Gottes ist er nicht mehr vorhanden. Nun gut. Es wäre eine schöne Trophäe gewesen. Aber ich schätze mal, wir werden diese Mutanten noch oft genug zu Gesicht bekommen, wenn die sich jetzt außerhalb der Höhlen aufhalten. Ich mache jetzt mal hier mal ringsum unsere Feuerchen an. Und werde mal anfangen, ein bisschen Holz zu schlagen, damit wir noch ein bisschen weiter ausbauen können. Ich habe vor, noch ein paar Fallen ringsum aufzustellen, um die ganze Sache hier noch ein bisschen sicherer zu gestalten und dann vielleicht auch eventuell mal zu sehen, ob diese Mutanten auch in die Fallen reinlaufen können. Das wäre interessant zu wissen. So, da meine Kraft ein bisschen runtergeht, werde ich mal kurz ein bisschen was zu mir nehmen. Und wir sollten uns ein paar Leuchis wieder besorgen. Unsere Rüstung sieht im Moment nicht sehr vertrauenserweckend aus. Das heißt, ich werde die Augen ein bisschen schweifen lassen hier, rechts und links, ob wir nicht den einen oder anderen Leuchi hier irgendwo sehen und uns anfreunden können. Bis jetzt sieht es mal relativ ruhig aus. Ich höre auch noch keinerlei Geräusche, keine Plinkplanks und nichts. Wobei ich schon bemerkt habe, dass die Kannibalen eigentlich gar keinen Plinkplank verursachen. Die hört man eigentlich erst, wenn sie direkt neben einem sind. Wobei die Ureinwohner, da hört man die Kommunikationsschreie schon von weitem. Was ja eigentlich auch ganz logisch ist, die Kannibalen wollen sicher nicht verraten. Die wollen sicher anschalten an die Ureinwohner, weil die wollen denen ja an ihre Filetstückchen. So, ist das ein doppelter Baum? Das sieht fast so aus. Ja. So, wir nehmen mal zwei Loks mit. Und ich habe vor, hier, wie gesagt, noch ein paar Fallen aufzustellen. Na, so war das aber nicht geplant.
Dann werde ich uns hier nochmal eine hinstellen. Wir haben hier natürlich schon ganz schön Radbau betrieben, wenn man hier die ganzen Baumstümpfe so anschaut. Ich kann nur hoffen, dass wirklich diese ganzen Setzlinge sich mal zu großen Bäumen wieder entwickeln. Das wäre nicht schlecht. Dann werden wir jetzt mal versuchen. Ich hatte ja vor, hier vorne mal einen Steg rauszubauen. Und das werde ich jetzt einfach mal versuchen. Ob wir das hinkriegen, ein paar Blaupausen da zu setzen. Ich sehe keine Tiere, ich sehe keine Lurche, ich sehe keine Hasen. Wie gesagt, wir sollten ein paar Lurchis bekommen. Nehme ich mal hier ein paar Pflanzen mit, um unseren Garten hinten vielleicht mal ein bisschen zu bestücken. Oh, eine Taschenlampe, nicht verkehrt. Die Medikamente kann man auch immer gebrauchen. Hier ist noch mal eine Pflanze. Dann gehen wir mal kurz zum Garten, ob wir da was anpflanzen können. Jetzt bin ich am Überlegen, mache ich den Steg hier nach hinten raus oder mache ich ihn nach vorne raus? Nach vorne raus geht es eigentlich Richtung Strand. Wäre mir eigentlich fast lieber, wenn der Steg nach vorne rausgehen würde. Dann hätten wir eventuell noch sogar irgendein Ziel, wo wir irgendwann mal ankommen, falls wir den Steg doch noch weiterziehen wollen. Kein Tier. Gut. Wir brauchen dann hier ein Blueprint, den wir hier unten ansetzen. Direkt. Ja. Und dann können wir den Steg hier rausbauen. So. Und rechts und links von dem Steg möchte ich dann gerne ein paar Fallen und Feuer und so weiter platzieren, um dann zu sehen, ob wir es das schaffen, dass die Ureinwohner, Kannibalen oder Mutanten sich da eben drin verfangen. So, ich muss jetzt hier das da unten, darf ich nicht vergessen, das mal wegzumachen, sonst baue ich nämlich meinen Eingang zu. So, und jetzt hole ich mir mal noch die paar Baumstämme, wo da hinten noch so rumkullern. Ein paar habe ich da, glaube ich, noch liegen. Und dann kann ich die nämlich da vorne mal einsetzen. Oh, meine Kraft geht schon wieder runter und mein Magen ist auch relativ leer. Aber wie gesagt, mir wäre es ganz recht, wenn ich jetzt hier mal den einen oder anderen Lurchi finden würde. Damit wir uns unsere Richtung ein bisschen ausbauen könnten. Ich lege mal einen aufs Feuer. Ich hoffe mal, dass es vielleicht bloß einen kurzen Moment dauert, die Lurchis nachzuladen. Die Erfahrung habe ich jetzt ja schon bei ein, zwei anderen Teilen gemacht, wo ich eigentlich davon schon fast davon ausgegangen bin, dass wir keine Tiere mehr haben und dadurch natürlich auch keine Eingeborenen.
Und nach 10 Minuten, 15 Minuten Spielzeit war plötzlich alles da. Ich hoffe mal, dass es diesmal auch so ist. Weil ansonsten müssten wir eben ja den Spielstand neu laden. Also abspeichern und nochmal neu laden, um dann eventuell die Landschaft wieder zu bevölkern mit Tieren und Ureinwohnern. Aber auf jeden Fall nutzen wir jetzt mal die Phase, wo hier noch nichts los ist, um diese Baumstämme von den Enten vorzuholen. Ich nehme jetzt nicht mal jedes Mal die Axt in die Hand, solange noch nichts los ist, muss es ja nicht unbedingt sein. Wobei ich mich noch ganz gut an den Schreck erinnern kann, wo der Mutant schon mal plötzlich hinter mir stand. Aber wir haben da ja wenigstens die schmatzenden Geräusche vorher gehört, also werden wir dann wahrscheinlich schon vorgewarnt, falls irgendwas auftauchen sollte. Aber ich nehme jetzt trotzdem mal die Axt in die Hand, falls mir ein Lurch vor den Füßen rumrennt, dass ich gleich zuschlagen kann. Und er schnauft schwer, mein kleiner Held hier. Aha, es wird also langsam aber sicher dunkel. Wobei das Wort langsam dann nicht ganz so zutreffend ist. Es geht ja hier immer relativ flott. Als wenn einer eine Glocke drüber stülpt. Aber ich schätze mal, dass wir die letzten Loks noch nach vorne bekommen, bevor wir es hier Kuhnacht haben. Noch kein Tier, noch kein Ureinwohner. Das ist schade, wenn die Tiere nachher auftauchen, wenn es dunkel wird, dann wird es wieder schwerer, sich den einen oder anderen Lurch anzulegen. Ich werde mir mal ganz kurz hier ein Däschen Soda gönnen. Ja. Können wir wieder ein bisschen rennen und die Zeit besser ausnutzen. Und jedes Mal ist diese Pflanze wieder da. Wenn ich den nächsten Baumstamm hole, vorgehe, sie einbaue, wieder zurück, dann steht die Pflanze wieder am gleichen Platz. So, ich glaube, das war's dann jetzt auch. Ich sehe hier momentan keine Loks mehr liegen. Dann haben wir die hier hinten jetzt, glaube ich, abgeräumt. Dann können wir vorne anfangen, mal wieder ein paar Loks zu schlagen. Wenn man diese kleinen Setzlinge hier nicht weghaut, dann vermehren sich die ganz schön, wie man hier feststellen kann. Ich mache da hinten nochmal das Feuer an, bevor es dunkel wird. Ich hoffe mal, dass es nicht wieder pünktlich zum Anbruch der Nacht anfängt zu regnen. Es wäre weniger schön. Wird dann wieder alle Feuer ausgehen.
Das letzte Mal waren hier um das Lager rum lauter leckere Beeren. Ich glaube, das wird per Zufall gesteuert bei jedem Lagezyklus, ob das jetzt giftige Beeren oder leckere Beeren werden, was da stehen ein bisschen. Aha. Es wird düster. Etwas seitlich verabschiedet hat. Mal sehen, ob es uns noch langt, noch mal ein Bäumchen umzunieten. Ich habe immer noch kein Tier gesehen. Das ist weniger schön. Ich würde jetzt noch einmal den Baum da oben von uns eingebaut habe, die Loks. Dann werde ich mich mal ein bisschen auf die Wiese begeben, mal einfach kreuz und quer über die Wiese laufen und mal schauen, ob man nicht doch das eine oder andere Tier irgendwo sehen. So. Wie sieht es eigentlich aus? Habe ich noch Fische? Ja, Fische habe ich noch. Hier ist wieder meine Pflanze. Marschieren wir mal langsam hier über die Wiese. Jetzt hoffen wir mal. Ich habe gerade ein Geräusch gehört. Bin mir jetzt nicht sicher. Es hat sich irgendwie. Ich rutsche extrem langsam vom Stamm runter. Mich doch wohl verhört. Man bildet sich dann auch schon langsam aber sicher ein, dass man irgendwelche Schreie in der Ferne hört oder so. Ist natürlich schon fatal. Jetzt sah ich aus, oh ja, Stickies brauche ich hier. Stickies brauche ich noch jede Menge, weil ich will ein paar Standing Fires auch, wie gesagt, rechts und links vom Steak aufbauen. Vom Steak, ja. Als Steak sind wir eingeboren in mich. Mal schauen, ob sich in meinem Garten schon was getan hat hier. Nee. Aber ich kann irgendwie anscheinend noch einige Sachen einpflanzen. Das
sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Als wenn ich hier etwas ernten würde, obwohl ich gar nichts sehe. Na gut. So, ich will jetzt mal hier rechts vom Steg, werde ich mal noch mal kurz einen Standing-Fall einstellen. So. Und jetzt will ich mal einfach testen, inwieweit ich da den Steg eigentlich schon vorlaufen kann. Ach doch, das klappt ja eigentlich recht gut. So, es fängt an zu regnen. Ich sehe aber immer noch weder noch irgendwo ein Tier, noch irgendein Ureinwohner. Obwohl wir jetzt doch schon eine ganze Zeit hier am Arbeiten und Wirken sind. Normalerweise müsste es schon so weit sein, dass die Tiere nachgeladen sind. Ich habe das Gefühl, es entwickelt sich hier zum richtigen Dschungel, solange seit ich diese Setzlinge nicht mehr wegklopfe, dass hier immer, dass hier alles immer dicht, dass ich zusammenwächst. Das ist ein toter Baum. Noch mal einen Baum ab, obwohl mir recht schon relativ frostig ist und auch die Kraft nachlässt und der Magen leer ist. So langsam fällt es uns an allem. Habe ich jetzt meine Axt weggeworfen? Nee, ich habe sie noch gut. Ich hatte gerade das Gefühl, als wenn er die Axt weggeworfen hätte. So, wenn ich jetzt die zwei Parts hier, vier Sachen noch angebracht habe, dann werde ich mir erstmal einen Fisch aufs Feuer legen. Damit ich mal wieder ein bisschen zur Kraft komme. Ich bin ja gerade echt total ausgehungert. Nehmen wir einen Fisch. Eine Portion Eiweiß. Tja. Es ist doch relativ öde, wenn man gar nichts da hat hier. Ich muss mal darauf achten, wie sieht es eigentlich aus mit meinen Leaves. Habe ich noch genug Blätter? Ja, habe ich noch. Wenn ich jetzt nämlich keine Setzlinge mehr umhaue. Ich könnte ja mal versuchen, wenn hier jetzt alles so ruhig ist ringsherum, ob wir die Nacht vielleicht überspringen können mit Z. Ja, ist so stark. So. Mal schauen, was in unserem Garten gewachsen ist. Ja, so mag ich das.
wir haben ja gerade eigentlich gefrühstückt. Brauchen wir das jetzt eigentlich nicht? Ich suche Tiere. Tiere vorhanden. Dann gehe ich jetzt einfach mal davon Richtung Strand und schaue mal, ob dort irgendwas los ist. Gehe noch mal kurz hier am Lager vorbei. Hier ist noch nichts nachgespawnt. Was ist das? Doch Geld. Die giftigen Büsche, die werde ich mal hier entfernen. Vielleicht habe ich auch Glück und das wachsen gute nach. So, also wie gesagt, wir machen uns jetzt mal auf Richtung Strand, um zu schauen, ob wir da irgendwas Lebendiges finden. Außer Vögeln, die uns hier gerade um die Ohren pfeifen. Es sieht auch relativ ruhig aus. Hier haben wir noch wieder den einen oder anderen Koffer. Können wir uns mal noch ein paar Schokoriegel und ähnliches sichern. Wieder als Notfallration. Die können sich, falls wir jetzt wirklich keine Tiere mehr hier generiert kriegen, als sehr wichtig erweisen würde. Dann wäre das eigentlich diese Beeren, Pilze und diese Schokoriegel unsere einzigen Nahrungsquellen. Wobei die Nahrungsquelle eigentlich gar nicht das größere Problem wäre. Das größere Problem wäre wahrscheinlich, dass wir uns keine Löcher mehr überstreifen können. Wäre fatal. Sammeln wir noch ein paar Gegenstände ein hier, wo wir gebrauchen können. Ich weiß gar nicht, haben wir uns eigentlich schon. Ja, wir haben uns schon Bomben gebaut. Molotow haben wir auch, eigentlich haben wir schon alles. Fehlt uns bloß die Möglichkeit, das Ganze auch mal einzusetzen. Oh. Ich habe einen Schrei gehört. Das wäre ja nicht schlecht, das würde ja heißen, wenn du einen Wohner da hast irgendwo in der Nähe, dass mit Sicherheit auch wieder die Tiere da werden. Wo kam der Schrei her? Gut, ich mache mich mal wieder auf Richtung Heimat. Weil wir dort eben unsere Fallen und so weiter gerichtet haben. Wenn wir jetzt die Einwohner wirklich wieder da haben sollten, wäre es angebracht, wenn wir sie dort bekämpfen. Eventuell auch von unserem Steg aus. Hier hat es ein paar Effigies. So, wir sind etwas außer Atem. Ich würde mich mal kurz
auf die Bank setzen, um unsere Kraft wieder anwachsen zu lassen. In der Zeit können wir hier die Gegend ein bisschen beobachten. Im Moment nicht mal Fisch. Doch, da sind Fische im Teich. Gut. Also Fische sind da. Aber ansonsten keine Tiere. Immer noch nicht. Unsere Fallen sind noch alle gespannt. Unsere Feuer brennen noch. Hier ist also alles relativ unberührt. Also wie gesagt, wie ich am Anfang schon mal von dem Let's Play erwähnt habe, ich weiß nicht, ob das vielleicht das letzte ist mit diesem Spielstand, weil jetzt soll innerhalb des nächsten Tages irgendwann soll das neue Update rauskommen, wahrscheinlich die 07 Version. Und bis jetzt hat uns die Erfahrung ja gezeigt, dass die Spielstände dann meistens nicht mehr kompatibel sind. Das heißt, dass wir wieder neu beginnen müssten. Würde mich zwar ein bisschen ärgern, aber vielleicht haben wir auch über die Mod-API eine Chance, den Spielstand wieder kompatibel zu bekommen. Das würde dann allerdings wahrscheinlich 2-3 Tage in Anspruch nehmen, bis der Herr Souldrinker, der Programmierer, der Mod-API und Safe Game Editors, das Ganze dann rausgekriegt hat, wie man den Spielstand wieder fixen kann. Dann kann es sein, dass dann 1-2 Tage kein neues Let's Play von mir hochgeladen wird. Weil ich möchte eigentlich schon diesen Spielstand hier beibehalten. Dass wir nicht wieder von vorne anfangen müssen. Oder ansonsten könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie es euch lieber wäre, ob wir dann einen neuen Spielstand anfangen mit der 07 und vielleicht wieder mal was anderes woanders probieren oder ob wir hier dieses Lager weiterführen sollen. Es ist zum Folgen. Es sind keine Tiere da. Okay, also. Wir sind schon wieder über der Zeit. Ich werde dann mal abspeichern. Hoffe, dass diesmal die Aufnahme geklappt hat. Dann werde ich das Ganze noch rendern und euch hochladen. Und dann werden wir uns zum nächsten wiedersehen beim nächsten Part. Wahrscheinlich mit der Version 0.7. Ich wünsche euch noch was. Tschüss, euer Jürgen. Out.